Hey YouTube, was geht? TG7 ist wieder back am Start für euch. Diesmal mit einem Black Ops 6 Settings Video. Die Beta ist seit gestern draußen und ich möchte euch natürlich die besten Controller und Movement, Aiming und Grafikeinstellungen geben, damit ihr keine Probleme in der Beta habt und eure Gegner immer schön outgunnen könnt und keinen Nachteil habt. Also fangen wir auch direkt an. Ich lege direkt mal los mit den Grafikeinstellungen. Ihr solltet hier auch auf Vollbild Exclusive spielen. Display Gamma am besten auf CPU RGB, falls es das noch nicht ist. Custom Frame Limit stellt ihr entweder so ein, dass es auf die Herzanzahl von eurem Monitor gecapped ist, oder ihr stellt es auf unendlich ein. Und ja, alle anderen Einstellungen hier bei Quality habe ich eigentlich hier Fidelity FX Cast drin und dann auf 65. Und alles andere entweder auf Very Low, Low oder auf Aus. Ja. Damit habt ihr die maximalen FPS hier beim On-Demand-Texture-Streaming. Müsst ihr auf Minimal machen am besten. Hier auf 16. Auf An. Und dann das Daily Download Limit 1 GB. Das ist einfach das, was man da einstellen sollte. Das habe ich meinen PC-Optimierer gefragt. Und er sagt, so ist es hier auf jeden Fall am besten. Alles andere, wie ihr seht, ist hier auf Very Low oder halt eben auf Aus. So, View. Field of View ist ein Multiplayer, ihr braucht keine 120er FUV. Mittlerweile spiele ich auch in Battle Royale eine 113er. Nichtsdestotrotz, ne, in einem Multiplayer braucht ihr wirklich nicht das 120er FOV. Also gerne 113 mal ausprobieren. Hier Affected und Weapon Field of View auf Wide. Und hier natürlich immer schön Motion Blur ausmachen. Und ja, das war's schon von den Grafikeinstellungen. Kommen wir nun zu den wichtigen Sachen, zu den Controller-Einstellungen, okay? Hier eure Stickbelegung, je nach Belieben einstellen. Controller-Vibration ganz, ganz dringend ausstellen. Dead Zone Input, linkes Stick Minimum auf 0, linkes Stick Maximum auf 75. Das habe ich mir von Shotzi abgeschaut. Der ist auch auf 75. Wahrscheinlich ist da einfach 75 der Radius, bei dem der linke Stick halt eben genutzt wird und auf alles reagiert. Deswegen hier auf 75, rechtes Stick Minimum, je nachdem, wann ihr Stick Drift habt, das hier auf 3, das wäre dann eben bei mir bis dahin, und rechtes Stick Maximum auf 99 und nicht auf 100. Linkes Stick Trigger, rechtes Stick Trigger, beides jeweils auf 0, ist auch sehr, sehr wichtig. Aiming Einstellungen, hier Sensitivity Multiplier, habe ich hier den ADS Sense Multiplier auf 0,75. Wait, das ist nur im Fokus. Den ja auch auf 0,75. Ich habe, wie gesagt, deswegen 77075 drin. Und ja, hier Aim Response Curve Type, sehr, sehr wichtig, auf Dynamic. Einfach, ne, dynamisch ist so das Beste. Dann hier Transition Timing auf Instant. Und ja. Gut, so viel dazu. Und Custom Sensitivity per Zoom habe ich ausgestellt. Ne, einfach, dass egal, was ihr für eine Visierung habt, ihr immer dasselbe Aim, bzw. dieselbe ZV-Geschwindigkeit habt. Bei mir ist es dementsprechend 77075. Sehr, sehr wichtig, hier Motion Sensor Behavior alles ausstellen und hier FUV Sensitivity Scaling anlassen. Und ja, kommen wir nun zu den Sachen, die euch alle bestimmt brennend interessieren, sondern die Movement-Einstellungen. Ja, den Sprint Assist hier auf Tactical Sprint Assist stellen. Dann auf mehr Anzeigen, diesen Sprint Assist Delay hier, dringend auf 0, ja. Bei euch wird der standardmäßig wahrscheinlich irgendwie weiter oben sein, aber dringend hier auf 0 schalten, hier die Assist-Sachen auch anlassen. Mantle Assist habe ich aus, damit ich halt eben entscheide, ne, wann ich wie wo klettern möchte. Genau dasselbe auch hier beim Crouch Assist. Airborne Mantle habe ich auf Partial, einfach weil man damit ein bisschen... ja, wie schneller klettert. Slide Dive Behavior, sehr, sehr wichtig. Auf Hybrid stellen, damit kannst du sowohl sliden als auch Dolphin Diven in jede einzelne Richtung, die du möchtest. Ja. Movement Advanced Settings, Slide Maintain Sprint dringend anlassen. Okay. Damit kommst du halt direkt wieder in den Sprint rein, nachdem du geslidet bist. Hier die ganzen Grounded Mantle etc. dringend ausschalten. Sprinting Door Bash anlassen. Dann einmal hier auf Combat, da habe ich eine. Falls ihr C4 spielt, falls C4 gespielt wird, hier One by One und nicht auf Grouped. Combat Advanced Settings habe ich auf Priorisiere Interagieren gestellt. Das ändert nichts am Nachladen. Ja? Das ändert daran gar nichts. Ja? Es priorisiert einfach nur das Interagieren. Also wenn ihr nachladen wollt, dann lädt ihr trotzdem natürlich nach. Ja?
Wenn ihr aber auf einer Waffe steht oder sonst irgendwas, dann müsst ihr natürlich Viereck gedrückt halten, um nachzuladen. Ja? Könnt ihr aber, wie gesagt, ihr könnt auch priorisiere Nachladen machen, wenn euch das so blöd ist im Multiplayer und ihr keine Sachen aufheben wollt. Außer sehen. Deswegen, ich habe sie aber auf priorisiere interagieren. Und ja, das wäre es dann erstmal auch von den Controller-Einstellungen. Hier auch nochmal jetzt die Audio-Einstellungen von mir. Ich habe auch hier in dem Spiel die Art is War-Einstellungen. 100 PC-Speaker, Loudness-EQ und Tinnitus-Sound aushaben. Und Hitmarker-Preset habe ich auf Default, dass wenn ich jemanden anschieße, ich natürlich den Default-Sound auch habe. Gut. Das wäre es dann sowohl von den Audio-Einstellungen, Grafikeinstellungen als auch Controller-Einstellungen. Es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du einen Kommentar, Like oder Abo für den Algorithmus da lassen könntest, falls dir das Video weitergeholfen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß in der Beta.